Hallo, ich bin hier mit BJJ und Lotte-Livre Schwarzbrot, damit in England. Und er zeigt uns heute eine Zeitschub-Technik und dann, was man machen kann, wenn das ein bisschen schief geht. Let's go. Von hier, das sind, probiere natürlich mich irgendwie wegzudrücken. Genau. Ich unterstütze die Bewegung, bringe seinen Arm hoch, klemme meinen Kopf, meine Schläfe eng an seine Schulter. Ich greife meine Finger zusammen und mein Knie geht auf seinen Bauch. Bewegt sich hier zum Boden. Ich kann mich zusätzlich mit dem Kopf abstützen, lasse den Druck aber nicht los. Ja. Mein Bein bewegt sich auf die andere Seite, mein Fuß drückt seine Beine rüber. Und jetzt kann ich komplett zum Sprawl gehen und langsam zudrücken. Wenn das nicht reicht oder wenn ich hier so ein bisschen rausgerutscht bin, kann ich das Ganze enger machen, indem ich von hier, mein Ellbogen zeigt, wirklich nach außen, die Schulter nach innen klappen lasse. Ja, damit bringe ich wieder mehr Druck auf die Schulter. Und die dritte Variante ist, gibt hier gut Druck gegen meinen Arm, dreht sich von mir weg. Genau. Ja, von hier kann ich ihn nicht mehr so gut würgen. Ich gebe ein bisschen Luft, ziehe mein Handgelenk raus, stütze mit meinem Knie seinen Rücken und meine Schulter bewegt sich hier unter seiner Achselhöhle. Das Bein ist rausgestellt, der Ellbogen an seinen Rücken und ich kippe nach vorne und lasse ihn damit ablaufen. Nochmal schnell den Durchgang. Jawohl. So, viel Spaß, probier es aus und danke nochmal. Gerne! Danke fürs Zuschauen. Abonniere uns für mehr Kampfsportvideos, klick auf die Glocke und schreib in den Kommentaren, was du gern in weiteren Videos sehen willst. Bis nächstes Mal.